oder was hat uns denn dazu veranlasst, dass wir jetzt quasi miteinander arbeiten? Denn wir haben uns ja, ich sag mal, eigentlich als Kunde kennengelernt. Das heißt, er kennt sich mit dieser Art von Substanzen, Reaktionen, wie gewisse Stoffe auf Metall zum Beispiel wirken aus. Ich sag mal so, ich habe mir eine Harley gekauft, eine neue Harley, eine ganz neue Harley. Ja. Bin ich dann trotzdem Kunde für dich? Hi, herzlich willkommen bei Rock der Bike. Heute mit einem Interviewpartner, den wir schon kennen, den Max. Nicht mehr von Bulletproof Bikes oder Bulletproof Bikes, sondern einfach nur Max von Rock der Bike. Max, schön, dass du auch mal hier bist. Ja, mal wieder. Mal wieder, genau. Viele von euch kennen den Max von Instagram oder von unserem letzten Interview hier bei YouTube. Max, wir haben ja letztes Mal schon einiges über, wie wir uns kennengelernt haben, gesprochen, über deine Bikes gesprochen. Heute sitzt du aus einem anderen Grund hier. Ich hatte es schon bei Instagram und ich glaube auch schon bei YouTube mal so ein bisschen angedeutet. Nach unserem letzten Gespräch haben wir zwei uns hingesetzt und uns ein bisschen unterhalten, ein paar Ideen ausgetauscht. Ich meine, wir reden sehr viel. Wie oder was hat uns denn dazu veranlasst, dass wir jetzt quasi miteinander arbeiten? Denn wir haben uns ja, ich sag mal, eigentlich als Kunde kennengelernt und jetzt auf einmal arbeiten wir zusammen. Ja, genau, wir haben uns kennengelernt als Kunde. Das ging dann mehr oder weniger in einer Freundschaft, würde ich schon sagen. Der Konjunktiv und dieses, ja. Oh, ja, ja. Sag doch einfach, Freunde, ja. Väterliches. Also väterliches, ich bin der Vater, er ist der Sohn, ja. Ach so, ja. Ja, okay. Ja gut, wenn du das. Ja, okay. man hat auf jeden Fall, irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen, auch über diese Insta-Sache, würde ich sagen. Dann habe ich mal angemerkt, hey, ich finde eigentlich ganz geil, was ihr hier macht. Ich wäre gern Part davon, ich habe da Bock drauf. Und dir ist mit einem lachenden Auge mein Perfektionismus und meine Filmschichtigkeit aufgefallen. Da muss ich ganz kurz unterbrechen, ja. Denn was ihr nicht wisst, viele von euch kennen den Max von Instagram quasi durch seine täglichen Posts und auch da sind die Followerzahlen in den letzten Wochen stark nach oben gestiegen. Aber was ihr nicht wisst, der Max ist ein sehr penibler und fast schon pedantischer Mensch, was Dinge angeht. So unter anderem auch von seinem Bike, was wir gebaut haben. Da war so ein mini kleiner Kratzer dran. Oh Quatsch. Den er natürlich sofort gesehen hat und kann er nicht sein. Über diese Art haben wir uns dann quasi unterhalten und darüber ist eine Idee entstanden, die ich tatsächlich schon länger hatte, aber weder die Zeit noch die Muße noch die Manpower hatte, nämlich was? Das Detailing, die Aufarbeitung von Fahrzeugen tatsächlich. Genau. Und ich muss gestehen, wir haben in 2 Wochen den Martin von Fat Lady Care her. Das hatte ich euch ja auch schon gesagt. Den ich mich sehr freue. Ja. Cooler Typ. Ich habe so ein bisschen ja schon angedeutet, das ist so der Godfather of Motorrad-Detailing. Ob er das jetzt selber so sieht, das weiß ich nicht. Aber ich finde, er hat das, was im Autobereich schon länger der Standard ist, beim Motorrad auf ein neues Level gehoben. Und ich folge ihm halt, wie gesagt, schon sehr lange und habe dem Max halt auch ein bisschen was davon gezeigt und du warst eigentlich direkt Feuer und Flamme. Absolut. Ich habe mich allerdings erstmal gescheut, auch ihn anzuschreiben, ne? Weil da gibt ja nicht jeder seine Geschäftsgeheimnisse preis. Er war ein Glücksfall, er ist ein sehr cooler Typ. Er hilft auch, wenn man eine Frage hat. Was er macht, ist eine Klasse für sich. Ne? Da muss man erstmal hinkommen, aber sehr, sehr geil. Du hast ja schon Erfahrung in dem Bereich und vor allen Dingen, was viele nicht wissen, Max ist im wahren Leben Chemiker, ist das? Industriemeister Chemie, ja. Genau. Ja. Das heißt, er kennt sich mit dieser Art von Substanzen, Reaktionen, wie gewisse Stoffe auf Metall zum Beispiel wirken aus. Hat
das Aufbereiten und das Säubern von Motorrädern und Autos auch schon praktiziert. Natürlich nicht in diesem Detailing-Bereich. Genau, genau. Das ist ja schon sehr professionell. Genau. Und dann habe ich ihm angeboten, ich würde das so oder so gerne machen, weil ich das ein sehr, sehr interessantes Spektrum finde. Und gerade dadurch, dass die Bikes und die Lacke viel, viel teurer werden, ne, das hat nicht jeder nur noch schwarz, so ist das auf jeden Fall für viele ein interessanteres Thema. Und auch gerade die jungen Menschen, die nicht mehr so Bock haben, die Motorräder sauber zu machen, dafür gibt es Lösungen, nämlich, wie nennt sich das, Keramikbeschichten, ne? Ja, das? Genau. Genau. Und da werdet ihr in Zukunft sowohl hier als auch Instagram viele Informationen finden. Und Max, erzähl mal, was hast du denn vor? Also was willst du machen? Ich will demnächst, also wenn das Ganze so spruchreif ist, möchte ich definitiv 4 unterschiedliche Pakete anbieten. Mhm. Ja, die gehen vom Basic über Premium, Premium Deluxe, ne? Ja. Wie ich diese konzipiere, bin ich gerade dran am Arbeiten. Mhm. Wichtig ist, so ein Basic wird eine detailreiche Wäsche mit inhaben, wo wirklich nicht nur ne, für viel Geld einfach nur ein bisschen Katzenwäsche betrieben wird, sondern da wird wirklich professionell dran gearbeitet, die Oberflächen rost entfernt, mit speziellen Mitteln, nicht irgendwelche 0815 Mittel. Teilweise greife ich da auch zurück aus Nähkästchen-Tricks aus der Chemie. Hast du letztens gezeigt, glaube ich, bei Instagram, ne? Zum Beispiel mit Cola oder sowas. Genau, genau. Ja. Und man wird es nicht glauben, solche Tricks sind manchmal besser als manche Mittel. Ja, es muss nicht immer die Chemiekeule sein, ne? Genau. Aber du möchtest 4 Pakete anbieten. Genau, richtig. Für was für Kunden ist das denn? Also ich sag mal so, ich habe mir eine Harley gekauft, eine neue Harley, eine ganz neue Harley. Ja. Bin ich dann trotzdem Kunde für dich? Ja, warum nicht? Natürlich, natürlich. Also die Harley, die muss ja nicht zwingend dreckig sein. Es geht auch um Prävention. Natürlich, wenn jemand seine nagelneue Harley hinstellt und wir versiegeln die, dann wird er lange, lange Freude haben. Und, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Leute, merkt euch das gerade mit dem Versiegeln, ja, im Autobereich, gerade im High-Class-Autobereich, die ganzen Supersportwagen, ob das jetzt McLaren ist, Ferrari, Lamborghini und so weiter, die werden alle versiegelt oder mit Schutzfolie, manchmal sogar beides, versehen, weil natürlich, ne, wer sich ein Auto für 250.000 Euro kauft, genau. Der möchte nicht, dass am nächsten Tag, weil er auf der Autobahn gefahren ist, ein Steinschlag in der drin ist oder der Lack verkratzt ist oder sonstiges. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, ja, dass diese, es ist nicht nur sauber machen, das ist die eine Sache, es ist auf jeden Fall Prävention. Das ist Prävention. Und Schutz von dem, was es ist, ja, so ein Lack, wisst ihr vielleicht selbst, ja, wenn ihr vielleicht selbst auch bei Schwarz seht ihr sehr schnell vom mal eben im Tuch drüber wischen, wie viel Schlieren da drin Richtig. Sind. Ja? Und da kann man schon einiges rausholen. Richtig. Und das Ganze ist ja nicht irgendein Witz oder so oder irgendwie mal mit dem Lappen drüber wischen. Man muss auch verstehen, wie ist so ein Lack aufgebaut. Ne? Mhm. Wenn man mal das 80-Euro Mikroskop drüber hält, dann sieht man zum Beispiel beim Metallic-Lack, dass der schon gewisse Poren hat, aber sehr glatt ist. Mhm. Ja, da kann man so viel Dreck noch mal rausholen, sage ich ja jetzt mal selbst bei neuen Maschinen. Mhm. Ne, die stehen da im Laden rum, du glaubst gar nicht, wie viel Staub die sammeln. Ja, doch, ne? Das kann ich mir schon vorstellen. Ist ein bisschen wie bei, sorry für den ekligen Vergleich, wie bei Pickeln. Ja, ja klar. Früher gab es diese Werbung mit Klerasil, was man so genau, noch rausholen genau. kann. Das ist ähnlich, ja, mit den Poren. Ja. Genau, richtig. Und da muss man erstmal drüber mit Entfettern, mit Knete, mit allem Möglichen, um das erstmal rauszukriegen. Und dieses Versiegeln ist eigentlich nur ein Glattmachen, der Oberfläche, der eigentlich teilweise porigen Oberfläche, bei Mattlack ist es ja noch schlimmer, der ist ja wirklich nicht porig, sondern der ist uneben. Und da darfst du ja auch gar nicht mit einem dran, ne? Genau, richtig. Mhm. Und deswegen sieht es für das menschliche Auge ja auch anders aus, weil Lack ist ja nur eine Lichtbrechung, die wir besonders wahrnehmen. Und dieses Wissen, das hat nicht jeder, das muss man sich aneignen, um das maximale Ergebnis auch rauszuholen. Ja, also der Bereich, als ich das mit dir besprochen habe, trotz meiner chemischen Ausbildung stand ich erstmal wieder Fuchs vorm Berg.
Ja, ich dachte erstmal, das prasselt alles auf mich nieder, das muss man sich Schritt für Schritt erarbeiten. Und dieses Versiegeln ist wirklich dafür da, um eine so glatte Oberfläche darzustellen, dass Schmutz, teilweise sogar Kleinstpartikel von der Oberfläche abprallen und gar nicht erst ins Innere gelangen können. Okay. Also Leute, wenn euch das interessiert, und ich gehe davon aus, dass fast jeder von euch schon mal vor der Entscheidung gestanden hat, boah, ich bin jetzt hier 3-4 Wochen gefahren, ganz viele Mücken drauf, kriege ich nicht runter, ne? Mit Wasser alleine gehen die nicht mehr ab. Das ist auch ein Punkt auf jeden Fall, ne? Insektenentfernung. Richtig. Und ihr vielleicht auch euer Bike so sehr liebt, wie wir das tun, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ich werde die Nachrichten dann an den Max weiterleiten, ob wir einen eigenen Kanal machen, ob wir, beziehungsweise Instagram, ob wir das, wie, das wissen wir alles noch nicht so genau. Sagt auch Meisterchef. Also ihr könnt euch gerne bei uns melden oder auch den Max natürlich auf seinem Profil anschreiben, das ist kein Thema. Und wir, beziehungsweise du hast vor, Mitte März, Anfang April mit der ganzen Sache zu starten. Genau. Und also pünktlich zur Saison. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon bewerben für Termine, wenn ihr zur Saison ein schönes, sauberes, neu poliertes Bike haben wollt. Wir klären euch dann gerne auf, beziehungsweise der Max klärt euch gerne auf, was für Paket der genau im Einzelnen anbietet. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich auch ein Anfangsangebot machen wirst. Wie das absolut, ja, genau. Kennenlernangebot. Genau. Was ich zum Beispiel noch sagen wollte, eben war ja auch ein Kunde noch da, ne? Der hat auch drüber geklagt, dass der Wasserflecken auf dem Chrom hatte. Genau. Yeah. Die kriegt er nicht weg. Auch für solche Sachen können die Leute vorbeikommen. Yeah. Ja, also wenn man weiß, wie, ist das ein einfaches Mittel. Aber viele, stelle ich immer wieder fest, die wissen nicht, wie. Ich glaube, viele wissen nicht, wie, und viele wollen auch gar nicht wissen, genau, wie, weil richtig. Es halt sehr viel Aufwand ist. Ja? Und was viel Aufwand ist, das gibt man gerne ab. Und wenn das absolut. Auch noch bezahlbar ist, dann macht man es ganz gerne. Also ich kann nur sagen, ich hasse Speichenputzen. Von daher ist das sicherlich auch eine Sache. Ja. Denkt mal drüber nach. Also, seid gespannt. Es wird mit Sicherheit was kommen. Wir werden auch auf dem YouTube-Kanal mit Sicherheit das verfolgen und Max immer mal so ein bisschen begleiten, wie er das macht. Zusätzlich bei Instagram selbstverständlich wird es Content geben und wir werden euch über das Anfangsstartangebot informieren. Also, wenn ihr Fragen habt, Interesse habt oder sowas, könnt ihr gerne hier natürlich in den Kommentaren was schreiben, uns bei Instagram anschreiben oder uns eine E-Mail schicken. Ansonsten werden wir mit Sicherheit, wenn die ersten sichtbaren Ergebnisse sind, uns wieder melden, das auch zeigen. Genau. Und bleibt mir nicht mehr zu sagen als danke, Max, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Danke, dass ich hier sein durfte. Also Max ist so oder so hier, von daher ist das nicht ganz so tragisch. Ich würde sagen, wenn euch das ganze Thema wirklich interessiert, und das sind mit Sicherheit einige, in 2-3 Wochen, je nachdem, wann dieses Video hier erscheint, werdet ihr Martin von Fat Lady Care sehen. Da kommt nochmal ganz, ganz viel an Input rein. Ja? Da wird nochmal ganz, ganz viel erklärt, warum man das Ganze auch machen sollte, warum wir auf die Idee gekommen sind und. Schaltet auf jeden Fall ein. Und Max, nochmal danke. Schönes Restwochenende und für euch bis dahin, rock the bike.